Ah, weitergehoppelt. Das ist ein lustiges Spiel. Und wir versuchen weiterhin eine Tür zu knacken, ohne dabei erwischt zu werden, was die letzten 20 Male irgendwie nicht so gut geklappt hat. Incoming. Um? Das ist ja witzig. Ja, aber irgendwie sieht sie mich halt immer. Das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Weil ich will nicht nur diese Tür hier öffnen und gucken, was in diesem Lagerraum drin ist. Aber das Problem ist, dass ich ein Schloss knacken halt unendlich langsam bin. Oder kann ich mich hier irgendwie hinter den die Dings stellen? Okay, das quiet. Haha, Line of Sight ausgenutzt. Ach so, wow. Hä? Oh. Überschwänglicher Wirt. Flüsterrohr. Also was eine. Und gibt es Ziffer 2. Das ist ja schön und gut, aber warum? Weil die mich verarschen, warum war denn die Tür jetzt abgeschlossen? Ich habe natürlich vorher mir nicht angeguckt, wie die Gebäude. Oh, wir haben sogar Holz hier. Wie das Gebäude von außen aussieht. Das wäre vielleicht ganz klug gewesen. Aber das war ja gerade eine richtig sinnlose Türknack-Geschichte. Ich meine, hä, wofür denn? Oder kann die Tür hier vorne zu. Ah, die Tür hier vorne könnte tatsächlich zu sein, oder? Ah ja, Fenster. Also die Tür könnte theoretisch zu sein. Wir können übrigens noch mal ein bisschen den Guide anhören. Results would be remiss to fail to mention the Orchard Storage Warehouse. Oh ja, without wow. This impressive looking building, there would simply be no orchards. Gaze in amazement at the impressive construction of the front door, the sleek roof and glittering piping, the lush walls keeping this gem hidden from the rest of the orchards. This warehouse is truly, truly a wonder. One can only guess at the secrets contained within. Ah ja, also sie heben mir vor, wie toll dieses tolle Haus doch ist. Aber ansonsten hat es eigentlich nichts zu bieten. So, kommen wir jetzt hier irgendwie nicht wieder rausgeschlichen aus der Geschichte? Ja, doch. Nur in den Trocklos müssen wir noch vorbeikommen. Wo ist denn eigentlich das örtliche Labyrinth? Das lese ich hier wieder nicht nach. Wir müssen in der Nähe von Gehen, dann kannst du nicht schnell reisen, das ist ja schön. Setzlingreihe, Problemverdade, Kammerjäger. Ja, wo ist denn das Labyrinth? Vor allen Dingen die noch aktive Brücke. Müsste ja denn die hier sein, ne? Weil das hier ist ja, dieses Wildreservat ist ja auf jeden Fall die größte Dingens. Und da gab es ja auf jeden Fall eine Brücke. Also die Trocklos, wir wissen jetzt immer, wo die Trocklos herkommen, ne? Die übrigens stark alkoholabhängig sind. Aber die Brücke ist ja hierzu. Also, wir das nochmal sehen können, ob die Brücke jetzt das eher so ein statisches Objekt ist und kein. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie Vespüken aussehen. Nur, dass dieser Typ da hinten andauernd vor dem Viechern wegrennt, ne? Ich immer noch nicht richtig weiß, warum eigentlich. Naja. Mit ein bisschen Glück werden wir das einfach nie erfahren. Weil wir so toll sind. Wo soll denn dieses dumme Labyrinth sein? Und war ich da schon drin und hab das so komplett verpasst? Weil das irgendwie so ein richtiges Billo-Labyrinth ist, was aus ein Gebäude besteht. Vor allem wollte der andere Typ doch, die wollten doch noch ein Getränk trinken, aber ich habe noch nicht mehr vergessen, wo. Ja, wir versuchen erstmal ein Wort einzulegen für die Praktikantin, dass die ja weiter ihre Sabotage machen kann. Sein, wir finden jetzt natürlich irgendwie ein Blutbad vor. Nö. Gut, guten Tag, Herr. You're back, I see. Ja. Glad Slug hasn't managed to scare you off. I think it's more of a wonder that nothing in these law-forsaken orchards has managed to kill them. How's the investigation going? You got a complete report for me yet? Wir wissen jetzt übrigens mittlerweile, dass er eigentlich genauso ein Arsch ist wie alle anderen. Obwohl, das kann man so nicht mal sagen, ne? Das ist halt wieder. Es ist irgendwie total schwierig, irgendwie zu sehen, wo das Problem eigentlich in dieser ganzen Gesellschaft liegt. Weil er hier hat zum Beispiel seinen einen Vorarbeiter, der jetzt den Gehirnparasiten hat, den hat er eine frei einteilbare 15-minütige Pause gegeben. Also sie haben dann keine Fall. Das ist ja eigentlich total ein Schlag ins Gesicht. Aber wahrscheinlich ist er aufgrund seiner Erziehung oder so, sieht er das als großes Ding an, ne? Das ist halt, dass er das als große Belohnung sieht, ne? Für alle Beteiligten. Und das ist es ja nicht. Also ich meine, ist das einfach nur, weil er ein Sadist ist? Oder ist es einfach, weil er damit aufgewachsen ist? Und für ihn ist das wirklich eine große Belohnung. Er denkt das wirklich. Ich habe meine Ermittlung abgeschlossen. Alright, let's hear the details. Also, jemand hat gerne Getränk über die Farbe des Konsums gegossen und einen Kurzschluss ausgelöst. A drink? I ain't never heard of no saboteur dumping drinks all over equipment to destroy it. I hate to say it, but that sounds more like worker carelessness. How many times do I have to tell you this, old man? Slug isn't behind your problems. Slug wouldn't even need to cause you problems. Your own workers do enough. Ja, also er sagt, weil das klingt ja mehr nach einem Arbeitsunfall, wenn jemand ein Getränk rübergekippt hat. So schön, dass da das Arbeitsunfall das eine gesagt hat. Also ich glaube, in Deutschland stand gerade Arbeitsunfall,
aber in gesagt hat, der Worker Carelessness, was ja doch ein bisschen was anderes ist, wenn man sagt, dass die, dass deine Arbeit da irgendwie rücksichtslos sind. Na gut, in den Düngern wurde ein Pflanzengift gemischt, das die Setzlinge abgetötet hat. Ha! New Slug was behind the damn sabotage. Please. We're subtle, but that's too subtle. If we wanted to destroy your saplings, you'd have known them by the blackened remnants of their stems, not some half-assed poisoning. Ja, er hat gesagt, ah, ich wusste, dass es Sabotage gibt. Er so, naja, aber das, wir sind zwar subtil, aber nicht so subtil. Wir hätten das Ding abgebrannt. Ich habe mich um die weggeworfenen Kammergegenheiten gekümmert, ja. Huh. You didn't destroy any of them? Reckon I would have lost that bet. Thanks. One less expense for you to explain to your bosses, Hathaway. Lucky you. So what were the fine details of the sabotage anyhow? Were Slug's lackeys trying to get the mechanicals to kill all our waspedos? Naja, nicht direkt. Er hat die Wette verloren, dass wir keine einzige das zerstört haben. Und er meinte, naja, wir einen Punkt weniger, den dein Boss erklären muss, was? Dass das billig geworden ist. Ja, und jetzt versuchst du immer noch den genauen Details zu fragen, was überhaupt der Ziel ernst ist. Du machst dir ja Sorgen, dass Slug versucht, dich in dein Lebensunterhalt einzumischen. Könnte schon sein, denke ich. Eigentlich haben sie nur versucht, alles zu töten. Reckon they've got something in common with the Waspedos then. Probably why Slug just set the mechanicals to attack everything. Eventually, they'd kill our pollinizers. In your delusional fantasy, the waspedos wouldn't be out until next pollinization cycle. Wouldn't someone notice the rampant mechanicals beforehand? That seems like a question you should be asking yourself. Also er schiebt immer noch die paranoide Tour mit. Naja, wenn sie alle töten wollen, dann würde bestimmt auch unsere guten Obstgärtner töten und dann am Ende auch unsere guten Mücken. Und er und der andere Typ darauf, naja, aber das würde man ja bestimmt vorher merken, bevor man wieder einen Bestäubungszyklus hat. Tja, das scheint mir weit hergeholt, Hathaway. Ja. Gibt es einen Weg, Beschreibungszyklen manuell auszunisieren? Das wäre in der Tat interessant, oder? Well, yes. It's possible to manually start and end cycles in Hive Control, but we keep a careful watch on it. And there have been no non-Rizzo's personnel in or out. Stop wasting everyone's time, Hathaway. What you're proposing is infinitely less likely than an idiot maneuver by one of your incompetent workers. I won't hear any further slander. Let's go through this one final time, so even you can't confuse it, Hathaway. Slug didn't do a damn thing to your orchards. You're chasing ghosts. Talk about ghosts all you like, but someone was screwing with my orchards. If it wasn't Slug, then who the hell was it? Also das ist, er meinte halt so, das könnte man schon manuell machen, aber wir machen das genau. Und dann ein anderer Typ meinte, das ist ja nur Geisterjagd, dass er versucht, unbedingt hier irgendwie Entschuldigung zu finden, aber gibt's halt nicht. Aber er macht das richtige Argument, dass natürlich irgendjemand die Wesen sein muss. Anastasia hat ein Problem, aber sie hat es nicht absichtlich gemacht. Sagt nichts. Oh ja, ich könnte sie gegeneinander aufreiben. Ah nein, das ist jetzt viel witziger. Anastasia war es. Fand ich ehrlich. Ja, aber nicht absichtlich. Summers? The intern? I didn't really take her for a meddlesome type. But now that I think about it, that's why she'd be a perfect saboteur. I'll deal with her later. Right now, we of the orchards have to settle things with Slug. I reckon that you're about as impartial a third party as we're gonna get. Can you mediate? Ah, what the hell. The Orchardist seems to get off on complicating what should be a simple deal. But at this point, I just want to be paid and go. The pollen in the air is agitating. Die Pollen in der Luft sind irritiert. Also das ist, er kümmert sich später um die Praktikantin, weil er hält die ja nicht für Verdächtigkeit, aber das macht sie natürlich den perfekten Saboteur. Also er glaubt immer noch an Saboteure, ne? Und ansonsten hat er halt gesagt, dass er dass wir halt jetzt hier gut meditieren können. So, überzeugend von seinem Riso wird nach Brown-Tunnel und jede Menge Bit zur Verfügung haben. Dann können sie zahlen, mit Zinsen. Wenn ich einen von euch Spreadsecken noch eine Sekunde länger rumziehe, reiße ich euch die Zunge raus. Schön, dass ich so viele Optionen habe. Die Anwesenheit von Slug verschlechtert die Produktivität in den Obstgärten. Gib ihnen keinen weiteren Bits. Riso wird nach Brown-Tunnel und jede Menge Bits zur Verfügung haben. Dann können sie zahlen. Ja, wenn das jemals passiert, ne? Never like paying Bits if I ain't gotta, but you're right. If we get production finished now, we'll be able to pay later. Thoughts, Slug Boy? I think that's the first interesting suggestion I've heard since our back and forth began. Slug can wait for an increase in costs. I hope we won't have this conversation again. Now that that's out of the way, we can discuss the intern. If she was really causing all that trouble, I will delight in severing her from her job. Das von ihrem Job zu befreien. Ja, und ansonsten hat der andere Typ gerade gesagt, das ist der beste Vorschlag, den er seit ewig gehört hat. Und er mag das zwar mit Bits nicht zu bezahlen, die er nicht hat, aber das passt schon irgendwie. Na gut, Enderpraktiker hat
hat bereits gestanden. Sie hat überzeugt und reingeguckt, dass sie nur helfen wollte. Schickt sie ins Brett gegen die Arbeitslosenschlange. Gibt es hier eine Arbeitslosen? Ich glaube, du solltest sie einfach weitermachen lassen wie bisher. Solltest sie einfach weitermachen wie bisher? Nee, ich komme, wir nehmen mal die Möglichkeit da oben. Das hier ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, oder? Even if I were inclined to believe you, that's some damn severe incompetence you're talking about. Ah. I still wouldn't want someone like that working the orchards. Das ist nicht absolut, ja, also wenn, selbst wenn er glauben würde, würde er trotzdem so jemanden nicht arbeiten lassen wollen. Was ich voll verstehen kann. Vielleicht wird er dann einfach nutzen sein. What the hell are you proposing? Let her burn the orchards down while I stand behind her and applaud? We ain't got nothing to exchange. Er sitzt hier vor allem nur mit der Roman. Die Praktikantin ist eine ernsthafte Arbeit. Ich weiß, sie könnte hervorragend lassen unter deiner Führung. Vielleicht würden wir ja trinken, wenn du hier verbündest, hättest. Sie war schon nach Feuer so ruhig. Ja, sie ist eine ernsthafte Arbeiterin, total. She wants to help, does she? Das ist ja cool. You know what? I'll call your bluff. She can keep at it with close supervision, but if she screws up even once, she's out. Use your pay, with a little extra for getting to the bottom of things. It's gonna be real interesting in the orchard for the foreseeable future. Thanks, I guess. Also er hat gesagt, er wird mich jetzt einfach weitermachen lassen, aber wird sie einfach weitermachen, so nur ein Fehler und sie fliegt komplett raus. Dann komme ich gleich zurück und das Lagerhaus brennt oder so. Weil sie hat ja auch geil gezählt. Und ich habe noch ein bisschen Geld gekriegt für meine Dienste. Also ich bin jetzt wahrscheinlich wieder bei 22.000. Also wie ich vorhin hatte, bis ich meine Waffen einmal abgedatet habe. Hast du noch was zu sagen? So, our situation is finally resolved. At the end of the day, it's almost amazing how easily you were able to solve both of our issues. Shame you aren't living in Byzantium. Could have been an inter-corporate diplomat. But at the moment, I'm more than pleased to take advantage of your considerable skill. Thanks for ending this nightmare, Inspector. Ja, also wir sind sehr bedankbar, dass wir so schnell das beide Probleme lösen konnten. Und auf Byzantium wären wir wunderbar in Interkonzern-Diplomatie gewesen. Achso, der Irrgarten ist wahrscheinlich da vorne, würde ich sagen, oder? Mal so gucken, das ist wahrscheinlich der große 4G-Block. Na gut, dann gehen wir da als nächstes hin. Ich weiß, wir müssten eigentlich... gibt es da immer noch diesen Mordfall von Halsey und Hallen, den wir aufklären sollen. Aber ich bin halt irgendwie mehr in einer anderen sonstigen Geschichte interessiert. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht wieder Leute frage. Aber das ist eigentlich aktuell mein aktueller Stand hier in der Geschichte. Finde Helens Spur. Achso, City Moreno hat Helen gesehen. Anna Summers, die Praktikantin hat sie schon gesehen. Okay, gut, das sind also noch weitere Dingsforms. Okay. Jetzt wollen die Praktikanten... Ich frage mich bloß gerade, ob ich jetzt am Anfang jetzt einfach die Viecher... Zwei Fußroboter. Schön, dass die Viecher, die nicht sind, glaube ich, jetzt einfach anfange, das ganze Zeug hier niederzuschießen, darauf zu pfeifen, dass ich mich hier die ganze Zeit hier durchschleichen muss. Auf Dauer wird es ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Wo genau ist denn eigentlich das. Ach, das ist das Nest. Okay, da kommen wir bestimmt auch noch hin. Aber erst gucken wir mal, ob wir die Leiche oder vielleicht sogar den lebendigen Typen im Irrgarten finden können. Der zweite Vorsitzende, der Dings, der hat immer, der zieht sich zurück, weil der ist ja spurlos verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Das deutet zwar immer wieder darauf hin, dass die Leute irgendwie tot sind, aber vielleicht lebt er ja noch. Wahrscheinlich wurde er von einem Wurm gefressen. Aber machen wir uns das vor, der wurde 100% vom Wurm gefressen. Oder wir treffen vielleicht mal so ein Vespico. Oder hinten sind noch mehr rasende Wirter. Ich frage mich immer noch, ob ich die irgendwie heilen kann, ne? Oder sind das die Androboter? Aber ich dachte, ich hätte die zurückgerufen. Die sollten eigentlich nicht mehr aggressiv sein, oder? Mal gucken, wo ist denn hier der Eingang? Ach, guck mal, wir können hier gleich nochmal so ein... Ich hasse ja Spreads, ne? Warte mal, wo ist denn hier meine Scheibe dann verknifft, oder? So. A hedge maze. Perfect metaphor for Halcyon. Running around in circles, never getting anywhere, and dead ends everywhere you turn. Naja, ein perfektes Gleichnis für Halcyon, ja. Welcome to the Rizzo's Purpleberry Puzzle Hedges, trademark. Grown on top of industrial slush pit 27C, these unusually tall purpleberry trees have grown lush, luxuriant foliage and are literally bursting with extra specially begonked purpleberries. As you wander through our winding maze, feel free to try a fresh purple berry right from a branch. Maybe you'll discover our next new flavor. Limit one berry per customer. Do not try any purple berries outside of the puzzle hedges. Also wir können ruhig was trainieren. Das sind ganz besondere Arten, die vorher auf so einer Industrieabfallschlammgrube gewachsen sind. Und die wachsen besonders dick und die haben ganz neue Geschmacksrichtungen. Und wir können gerne was probieren. Aber nur eine einzige Beere pro Person. Und auf keinen Fall außerhalb der Rätseldecke. Naja, gut. Geht ihr alle die Auditor fortsetzen? Some visitors have speculated as to the presence of a treasure at the end of the maze. While Rizzo's has placed nothing like this in the puzzle hedges, we still encourage you to explore to your heart's content.
Should you experience dizziness, faintness, or simply get lost among the hedgerows during your exploration, please do not try to contact Rizzo's personnel. Simply shelter in place and rescue will arrive within 72 hours, guaranteed, accepting unplanned shutdowns and any other times deemed inconvenient by management. Naja, also wenn ich mich verirren sollte, also es angeblich gibt es Gerüchte über einen Schatz, aber Samuel, der Anwalt, hat's? Kann ich den ignorieren? Also um kurz zusammenzufassen, angeblich gibt es hier einen Schatz, aber Risus weiß nichts davon. Falls ich mich verirren sollte, dann soll ich mich hinlegen und einfach 72 Stunden warten, dann kommt bestimmt ein Rettungstrupp. Es sei denn, das wird geschlossen oder dem Management ist gerade nicht danach, dann nicht. So, wir speichern mal kurz ab, für den Fall, dass ich den wieder nach Halschen Hellen fragen würde, weil er sieht so aus, müsste ich ihn ansprechen, oder? I've already told you 6 times and I'll tell you 6 more. I don't want a fucking tour. You can badger me all you want. I don't care if I'm from Forest Mills. I'm here as an individual, and I have just as much right to be here as any other visitor. You're welcome to bring a lawyer if you really want to try to force me out, but I can guarantee you that I will bury them. Also, er meint es, er möchte keinen Guide haben, weil... Er hat das schon, er ist zwar von Forest Mills, aber er ist Privatperson. Deswegen hat er hier so viel Recht wie alle anderen auch, um hier zu sein. Wir können ja gerne versuchen, das mit einem Anwalt zu klären, die Frage. Aber er wird nicht darauf eingehen. Hat er zumindest gesagt. Schreibst du jede Person, die den Gegner, bin ich was soll? Niemand, was dich raus, Kumpel. Pass auf, dann besprichst du laut und reißt zu mehr, vergib meine Pistole anzuzucken. Wir nehmen mal das Oberste. Don't play dumb with me. How many of you fools have I spoken to by this point? 7? 17? I... Wait a moment. You have all your teeth. You're not soaked in filth, and you don't look quite as slack-jawed as the regular Rizzo staff. Are you not with Rizzo's? Oh, er meinte, ich sehe ganz passabel aus und fragt sich gerade, ob ich vielleicht doch nicht für Rizzo arbeite. Oh doch, Rizzo hat mich angehört, um meinen Schwärmfried von Hals zu schaffen. Meinst du, dass ich kann, du kannst sie überbieten? Was, der hätte ich glauben, dass ich seine Arbeit renne? Könnte ich nicht einfach auch ein Besucherin sein? Between the lockdown and the fiasco at the Grand Colonial, there are more interesting places for the average colonist to be. Which leads me to believe you're no average colonist. Regardless, please inform me if you'd be interested in a job. I've spent enough time out here that I'm starting to itch. I do not enjoy itching. I'm sure you have questions. Ich habe richtig viele Fragen. Naja, Judy, das ist aber schon ein Dude. Also prinzipiell sagt er... Er ist hier schon ein bisschen länger draußen und wegen dem Lockdown und alles rechnet damit ich damit, dass ich irgendeine gewöhnlicher Kolonist bin. Warum machen die sich nach mehreren Generationen noch als Kolonisten bezeichnen? Und daher geht er davon aus, dass ich wohl kein durchschnittlicher Kolonist bin. Der hätte einen Job für mich. Ich müsste ihm nur ein paar Fragen stellen und schon könnte er mir bestimmt durchlesen und mich durchführen. Das ist ja hochinteressant. Und wieder einmal haben wir unsere Fähigkeit in der Diplomatie gezeigt. Mehr davon beim nächsten Mal, wenn wir durch den Rätselgarten gehen. Bis dahin, ciao.